Dann können wir auch loslegen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Leonie Stamm. Ich bin verantwortlich für den Veranstaltungsbereich der Schwarzkopf-Stiftung und begrüße Sie heute Abend alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend, der unter dem Titel stattfinden wird: Europa, Deutschland und die Wahl, europäische Dimension der Bundestagswahl 2021. Ich freue mich umso mehr, dass wir dazu unsere heutige Referentin begrüßen dürfen, nämlich Dr. Lynn Welle. Herzlich willkommen an Sie. Sehr schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ich möchte außerdem gerne unsere heutige Moderatorin vorstellen, Kira Lange. Kira Lange wird uns heute Abend durch den Abend geleiten. Sie ist 25 Jahre alt, aus Hamburg, ist heute, glaube ich, aber aus Berlin zugeschaltet. Sie hat 2020 das Studium der Kindheitspädagogik abgeschlossen und ist seit Oktober 2020 Lehrkraft für besondere Aufgaben an der FH Kiel und seit Januar 2021 pädagogische Mitarbeiterin in einer Kita in Berlin. Außerdem ist sie auch schon seit 2013 beim Europäischen Jugendparlament in Deutschland aktiv. Herzlich willkommen an dich, Kira. Schön, dass du heute Abend dieses Gespräch moderierst. Bevor ich gleich auch an dich übergebe, möchte ich noch ein paar kurze Anmerkungen und Erläuterungen zu dem Ablauf des heutigen Abends machen. Wir werden ein kurzes Input-Statement von Frau Dr. Welle hören. Danach wird Kira Lange das Gespräch einleiten mit einigen Fragen von ihr und dann aber auch bald das Gespräch für ihre und eure Fragen öffnen, sodass wir auch in ein interaktives Gespräch eintreten können. Und das geht über zwei Möglichkeiten, nämlich einmal können Sie, liebe ZuschauerInnen, Ihre Fragen schriftlich einreichen. Das funktioniert unten über den Frage- und Antwort-Button. Da können Sie Ihre Fragen schriftlich einreichen. Oder über die mündliche Variante, da nutzen Sie bitte das Handhebesymbol. Da wird Sie unsere Moderatorin dann aufrufen mit Namen. Und Sie kurz freischalten, das müssen Sie dann kurz bestätigen, damit man Sie hören kann. Und Sie werden ohne Video zu hören sein. Bitte beachten Sie bei beiden Möglichkeiten, dass das Gespräch heute aufgenommen wird. Ich glaube, das war es auch von meiner Seite. Ich möchte uns gar nicht aufhalten, sondern schnell in das spannende Thema und in den heutigen Abend starten. Und wünsche uns allen viel Spaß und übergebe hiermit an dich, liebe Kira. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie und ihr heute da seid. Genau, ich steige erstmal ein, indem ich unsere Referentin nochmal vorstelle. Wir haben uns vorab darauf geeinigt, dass wir uns duzen würden, auch freuen, wenn das die Zuschauerinnen und Zuschauer mitmachen, damit wir hier in einer geselligen Runde zusammen sind. Genau, Frau Dr. Welle hat in In- und Ausland studiert, Politologie, aber auch insgesamt Europa fokussiert und ist dementsprechend auch Europa begeistert, kann man glaube ich sagen, war auch schon früh bei den jungen europäischen Föderalisten, schon seit über 10 Jahren, aber auch schon seit 2014 im Vorstand der Europäischen Bewegung Deutschland und seit 2018 deren Präsidentin und aber auch seit 2017 im Präsidium der Europa-Union Deutschland und hat im gleichen Jahr auch promoviert zum Thema der Rolle des Europäischen Parlaments und des Bundestags in den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU, das heißt auch dadurch Expertin in Sachen Parlamentarismus und pluralistische Demokratie sowie transparente Gestaltung von EU-Rechtsetzung, aber auch transparente und demokratische Gestaltung des EU-Haushalts. Genau, und deswegen eine sehr, sehr passende Gesprächspartnerin zum Thema Europa, Deutschland und die Wahl. Warum ist Europa eigentlich für unsere Bundestagswahl so wichtig und so spannend? Und genau, deswegen würde ich gerne direkt abgeben, dass sie ein paar Worte dazu sagen kann. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben eben schon gesagt, das letzte Mal war ich 2019 nach der Europawahl bei der Schwarzkopf-Stiftung und das war fantastisch, weil es war ein voller Raum und eine tolle Diskussion. Das geht natürlich momentan leider alles nicht, aber trotzdem total schön, hier zu sein. Ja, meine erste These wäre vielleicht, dass Europawahl, wie gesagt, die letzte war 2019, nicht alle 5 Jahre ist, sondern letztlich
immer in jedem Mitgliedstaat ist, wo eine nationale Wahl stattfindet. Warum sage ich das oder warum stelle ich diese These in den Raum? Und zwar ist es ja so, dass Europapolitik nicht nur im Europaparlament und in der Europäischen Kommission gemacht wird, sondern natürlich auch in den Mitgliedstaaten, weil jeder Mitgliedstaat über den Rat und über den Europäischen Rat auch natürlich an EU-Rechtsetzung mitwirkt. Und wir haben bei der Europäischen Bewegung mal nachgezählt, wenn man sich anschaut, seit 2019, also seit die jetzige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewählt wurde, hat sich die Zusammensetzung im Europäischen Rat, also bei den Staats- und Regierungschefs, sage und schreibe 11-mal geändert. Also es gibt da einen konstanten Wechsel. Und natürlich wird gerade die Bundestagswahl in Deutschland ganz, ganz starke Auswirkungen haben auf die Europapolitik Deutschlands natürlich, aber letztlich auch auf Europa und welche Initiativen in Europa gemacht werden oder auch nicht. Vielleicht ein Beispiel. Wir waren sehr froh und sehr glücklich bei der jetzigen Bundesregierung, dass Europa im Koalitionsvertrag eine sehr, sehr prominente Rolle eingenommen hat, dass er auch im Titel Europa gestalten vorkommt. Aber es wurde letztlich in den vergangenen Jahren nicht so wahnsinnig viel umgesetzt. So, da war sozusagen mehr Ankündigung, als wirklich umgesetzt wurde. Das hat sich geändert jetzt über die Corona-Pandemie. Ich denke, ihr habt ja alle mitbekommen, dass ein riesen Wiederaufbauprogramm verabschiedet wurde. Das war vor 2 Jahren noch absolut undenkbar. Und ein Grund, warum das so verabschiedet wurde, war, weil Deutschland da ganz massiven Anteil hatte. Und darum ist es natürlich total wichtig, wer die Bundesregierung in Deutschland stellt, weil das auch ganz starke Auswirkungen auf die Europapolitik hat. Und darum ist für uns vielleicht noch ein Wort zur europäischen Bewegung. Wir sind ein Netzwerk aus Organisationen. Also bei uns, unsere Mitglieder sind keine Leute wie ihr und ich, sondern Organisationen wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, Unternehmensverbände, Verbraucherverbände, Umweltorganisationen, also ganz, ganz breite Mitgliedschaft. Und wir als Netzwerk appellieren an die Parteien und natürlich auch an die Öffentlichkeit, dass die Bundestagswahl in diesem Jahr nicht nur eine Bundestagswahl, eine nationale Wahl ist, sondern eigentlich auch zur Europawahl gemacht werden muss, weil natürlich Europa auch im Nationalen immer mitgedacht werden muss, weil viele der Herausforderungen, vor denen wir heutzutage stehen, natürlich nur im Europäischen Verbund lösbar sind. Also das fängt an, wie gehen wir mit der Covid-19-Pandemie um, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, mit Migration, Digitalisierung, das sind alles Themen, die Deutschland nicht alleine lösen kann. Das geht nur zum Teil nur global, aber vor allem auch im europäischen Konzert. Und Deutschland, ich habe es ja eben schon gesagt, wir sind der größte Mitgliedstaat in der EU, wir sind Gründungsland, wirtschaftlich das stärkste Land. Also es ist schon relevant, wer Deutschland regiert, weil es natürlich auch einen direkten Einfluss hat auf die Position, die Deutschland dann im Ministerrat vertritt und welche Initiativen letztlich auch Deutschland in der Europäischen Union vorantreiben, bremsen, wie auch immer wird. Also das ist für uns ganz wichtig und wir freuen uns, dass nicht nur wir und unsere Mitgliedsorganisationen so sehen, sondern wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht und bei der Umfrage kam heraus, dass 84% der Deutschen auch sehen, dass Europa eine zentrale Rolle im Bundestagswahlkampf einnehmen sollte. Und das ist erstmal sehr schön zu sehen. Und wir hoffen sehr, dass anders als jetzt bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2018, dass man da 2017, dass man da wirklich den Mut hat, dass die Parteien, die proeuropäischen Parteien den Mut haben werden, auch wirklich Europa zum Wahlkampfthema zu machen. Erst einmal, es wurde ja auch schon angesprochen, was steht in den Wahlprogrammen, wie kommt da Europa vor bei den Parteien? Es haben natürlich noch nicht alle Parteien ihre Wahlprogramme veröffentlicht. Also es sind jetzt die
Entwürfe, die ersten Entwürfe wurden vorgestellt von den Grünen, der FDP und der SPD. Die CDU arbeitet noch an dem Thema und arbeitet noch am Spitzenkandidaten, aber das ist ja ein anderes Thema. Genau, und wir sind erstmal zu den Parteien, wo wir jetzt schon was vorliegen haben, sind wir sehr positiv gestimmt, dass der Blick für Europa bei den Parteien vorhanden ist und dass auch in den Wahlprogrammentwürfen Europa auch ganz stark als Querschnittsaufgabe gesehen wird, weil aus unserer Sicht ist natürlich auch immer, natürlich ist es schön, ein Europakapitel zu haben, wo man dann auch vielleicht institutionelle Fragen, Fragen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit besprechen kann, aber am Ende des Tages zieht sich Europa ja durch alle Politikfelder. Wie ich eben schon gesagt habe, das Thema Digitalisierung können wir nicht national denken, sondern müssen wir europäisch denken. Und genau das sind so Themen, wo das erstmal sehr erfreulich ist. Aber wie gesagt, es ist erstmal auch noch abzuwarten, wie sich dann letztlich auch der Wahlkampf entwickelt. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der sich erstmal vielleicht ein bisschen technisch anhört, aber der uns auch sehr wichtig ist, können wir auch gerne in der Diskussion sonst noch drauf eingehen, wenn es jemanden interessiert. Wir wollen natürlich neben dem Werben für Europa, für einen europäischen Bundestagswahlkampf, für letztlich auch dann genug europäische Themen und proeuropäische Themen in dann auch letztlich im Koalitionsvertrag, wer auch immer den dann schließen wird, wollen wir auch dafür werben, dass man nochmal grundsätzlich drüber nachdenkt, wie denn überhaupt Europapolitik in Deutschland gemacht wird. Wir reden, wenn wir über Europapolitik denken, redet man viel über Brüssel und die Institutionen in Brüssel. Am Ende des Tages ist es aber auch die Frage, naja, wie funktioniert das hier in Deutschland? Und wir sehen da gerade in Deutschland in der Art, wie Europa koordiniert wird, wie letztlich innerhalb der Bundesregierung Europapolitik gemacht wird, einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Die Art, wie das heute funktioniert, ist im Grunde seit 30 Jahren so, wie sie ist. Und ich glaube, wir alle haben allein in den letzten paar Jahren mitbekommen, dass sich Europa und die Welt ganz fundamental geändert hat und dass wir hoffen, dass man auch an dieses Thema rangeht, also dass es stärker parlamentarisch verankert wird, stärker auch gesellschaftlich geöffnet wird und es im Grunde eine gewisse Zentralisierung der europapolitischen Strategie gibt, die für uns einfach wichtig ist, weil ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren ein bisschen enttäuscht, wie die derzeitige Bundesregierung die ersten 3 Jahre Europapolitik gemacht hat. Und das ist sicherlich auch zum Teil eine Frage des Willens und der politischen Prioritäten, aber zum anderen machen natürlich auch Strukturen immer einen ganz wichtigen, haben einen ganz wichtigen Einfluss auf Politik. Und an diese Strukturen in Deutschland muss man auch denken, wenn man über Europapolitik spricht. So, das vielleicht eingangs und genau, ich freue mich auf das Gespräch und die Diskussion. Vielen Dank. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal dazu einladen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, die gerne über, wie schon eingangs erklärt wurde, über die Frage- und Antwortfunktion oder Q&A-Funktion unten in Zoom zu stellen, auf schriftliche Art und Weise oder durch die Handhebefunktion, dann nehme ich auch gerne Zuschauerinnen und Zuschauer dran, dass sie direkt mündlich Fragen stellen können und ins Gespräch gehen können. Um dafür ein bisschen Zeit zu geben, frage ich einfach mal los. Und zwar würde mich jetzt aber interessieren, was sind denn konkrete Punkte in den Wahlprogrammen, die schon zur Verfügung stehen, in den Startlöchern zumindest, wo man sagt, gut, das ist der richtige Ansatz oder geht in die richtige Richtung, aber da könnte man vielleicht doch noch mal was nachbessern oder da würde man sich vielleicht auch mehr wünschen. Ja, das, also vielleicht erstmal mit dem Positiven anzufangen. Also da gibt es natürlich viele positive Dinge. Also vielleicht im FDP-Wahlprogramm, das wurde jetzt ganz frisch am Montag veröffentlicht, spricht sich die FDP für einen europäischen Bundesstaat aus, was ich persönlich als Föderalistin auch ganz, ganz toll finde, dass man sozusagen auch mal so eine gewisse Zukunftsvision aufmacht. Also sozusagen so ein Bundesstaat ist natürlich nichts, was man jetzt in 3 Jahren umsetzen kann in einer Legislaturperiode, aber dass man auch so ein Angebot schafft und sagt so, hey, das ist das, wo wir langfristig hinwollen.
Die Grünen setzen sich beispielsweise in ihrem Wahlprogramm ein. Wie gesagt, die sind alle noch nicht final beschlossen. Das ist sozusagen, also so als Disclaimer, die müssen natürlich noch von den Parteitagen beschlossen werden. Aber die Grünen haben beispielsweise auch eine Forderung nach einem europäischen Vereinsrecht in ihrem Wahlprogramm, was sehr positiv ist, gerade für, ja, für Nichtregierungsorganisationen, die grenzüberschreitend tätig sind. Das ist jetzt für uns bei der EBD, vielleicht auch für die Schwarzkopf-Stiftung nicht so wichtig, aber für europäische Vereine ist es momentan immer noch sehr schwierig, letztlich grenzüberschreitend tätig zu sein und auch dann letztlich das, was da finanziell dranhängt. So, also das sind sehr auch pragmatische Punkte, die sehr positiv sind. Was natürlich, und da, das ist aber auch eine Frage des Wettbewerbs der Ideen, den wir eigentlich auch als EBD sehr gut finden, ist, dass sich natürlich die Parteien bei finanz- und fiskalpolitischen Themen, was Europa angeht, sehr unterscheiden. Also die FDP ist da deutlich zurückhaltender, sag ich mal, und sagen, naja, wir wollen keine gemeinsame, wir wollen keine Schuldenunion, wir wollen keine Vergemeinschaftung von Schulden jetzt über den Wiederaufbaufonds hinaus, während dann beispielsweise Grüne und SPD da deutlich offener sind und sagen, naja, das ist ein Weg, den wir weitergehen müssen. Aber das ist ja auch gut. Also Europapolitik sollte ja auch nicht so ein Einheitsbrei sein, sondern am Ende kommt es ja genau auf diesen Wettbewerb der Ideen an. Und das ist ja auch das, was dann Wahlkampf irgendwie spannend macht, wenn es unterschiedliche, also wenn man sich streiten kann, was die besten Lösungen sind. Genau, und dann ist natürlich auch, also kritisch ist natürlich, was heißt kritisch, aber umstritten wird sicherlich auch das Thema Migration sein. Beim Thema Rechtsstaatlichkeit sind zum Glück alle Parteien, also die Parteien, die bislang ihre Programme veröffentlicht haben, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass man da auch eine Reform braucht. Wir als EBD sagen, dass man perspektivisch, um sozusagen die europäischen Werte zu schützen und den Rechtsstaat zu schützen, auch letztlich an die Verträge ran muss und dass wir Vertragsveränderungen brauchen, um auch wirklich Sanktionen einzuführen, die ja dann auch Zähne haben. Da sind die Parteien so ein bisschen zurückhaltend. Aber genau, also im Großen und Ganzen sind das schon sehr solide Wahlprogramme. Ich sage da gerne immer dazu, dass das Problem dann natürlich am Ende des Tages die Umsetzung ist. So, also ich glaube, alle proeuropäischen Parteien, ich spreche explizit nicht von der AfD, aber alle proeuropäischen Parteien haben üblicherweise immer sehr proeuropäische und auch substanziierte Wahlprogramme. Die Frage ist dann, wird es dann letztlich auch umgesetzt und findet sich jemand in der Regierung, der dann auch dafür einen Hut auf hat und der dann auch sozusagen die Themen auch pusht. Und das ist beispielsweise war die letzten Jahre so ein bisschen das Problem, dass das dann auch nicht ausreichend umgesetzt wurde. So. Dann hattest du eben auch noch in dem kurzen Input oder bist du darauf eingegangen, dass die Umsetzung der europapolitischen Themen als Querschnittsaufgabe gerade im letzten Jahr natürlich nochmal an Fahrt aufgenommen hat, dadurch, dass die Gesundheitsfragen insbesondere und dadurch auch Handelsfragen großflächig auf europäischer Ebene gelöst werden mussten. Ist das denn, oder ich frage mich jetzt immer mehr, wenn ich in die Nachrichten gucke oder mich im Umfeld umhöre, wie läuft es mit der Impfkampagne? Hast du da ein Gefühl von Optimismus, dass es jetzt weiterhin besser laufen wird oder drängt uns das Ganze in eine Lage, dass die Menschen eurokritischer werden als vorher sogar, weil es an manchen Stellen eben auch holpert? Ja, das ist natürlich wie immer schwer vorherzusagen, einfach weil wir in einer insgesamt sehr volatilen Lage sind. Jetzt auch nicht nur Deutschland, sondern ja insgesamt unsere Gesellschaften. Aber ich habe auch den Eindruck, also so der Impfstart war sehr holprig, es wurde auch nicht gut kommuniziert, wer da auch welche Verantwortung hat. Und es war ja schon Anfang des Jahres ein sehr starkes Europa-Bashing, was sozusagen die Impfkampagne und auch den Abschluss der Impfverträge angeht. Ich habe den Eindruck und auch die leichte Hoffnung,
dass das nicht so ist, dass es sozusagen zu einem größeren Skeptizismus oder auch Populismus führt, weil man mittlerweile einfach sieht, okay, wir haben natürlich mehr und mehr Impfstoff und die Probleme, die wir haben, das sind jetzt nicht Probleme, die die EU, sage ich mal so, pauschal verschuldet hat, sondern das sind zum Teil ja jetzt gerade auch Probleme der Hersteller, also AstraZeneca, die sozusagen die Risiken haben, jetzt auch Johnson & Johnson. Aber natürlich sieht man an der Pandemie insgesamt, dass es ein Problem gibt mit den Kompetenzen auf EU-Ebene. Also im ganzen Gesundheitsbereich hat die Europäische Union eigentlich keine wirkliche Kompetenzen. Also die können jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt einen europaweiten Impfpass, der dann auch als Reisedokument gelten kann, oder wir kaufen jetzt Impfstoff ein. Das sind alles nationale Kompetenzen und da muss man sich dann bei jeder einzelnen Entscheidung letztlich mit 27 Staaten einstimmig einigen. Und das ist wahnsinnig schwierig und das ist auch total ineffizient. Das Problem ist halt, wenn das sozusagen dann auf die EU geschoben wird, weil eigentlich ist es halt ein Problem der Mitgliedstaaten. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man halt nicht die richtigen Lösungen daraus zieht oder die Antworten daraus zieht. Also wir haben es beispielsweise in der Finanzkrise vor 10, 15 Jahren gesehen, dass da sehr deutliche institutionelle Reformen auch angegangen wurden, dass Finanzinstitutionen, Aufsichtsbehörden massiv gestärkt wurden, dass mehr reguliert wurde auf EU-Ebene. Und das sehe ich momentan nicht bei dem Thema Gesundheit, obwohl es eigentlich schon total sinnvoll ist, gerade in so Krisenfällen, also jetzt nicht insgesamt, dass Gesundheitspolitik europäisch gemacht werden sollte, aber dass man sozusagen Kompetenzen hat für Notfall und für grenzüberschreitende Krisensituationen, einfach, dass man schneller handlungsfähig ist, weil das ist ja auch ein Grund, warum jetzt beispielsweise die USA so schnell handlungsfähig waren, die halt seit Jahren so Agenturen haben, die sich damit beschäftigen und die dann natürlich loslegen können. Und Europa muss dann halt erstmal länger diskutieren, kommt dann auch zu einem Ergebnis, aber es ist natürlich, es braucht einfach mehr Zeit. Ich musste gerade, habe ich erst diese Verbindung in meinem Kopf abgeschlossen, dass ich mir gerade vorgestellt habe, bei uns dauert es ja in Deutschland schon so lange mit den Bundesländern, wenn die ihre Konferenzen haben, und dann denke ich mir, das ist noch fast das Doppelte an Menschen, die dann in einem Raum zusammenkommen, wie lange die dann teilweise brauchen. Ich meine, also es ist eben nicht so offensichtlich und oft nicht so deutlich, dass die für mehrere Tage oft zusammenkommen, wenn sie sich in Brüssel treffen können. Aber auch das ist natürlich ein großer Faktor. Ich würde jetzt noch einmal dazu einladen, gerne die Frage- und Antwortfunktion zu nutzen, beziehungsweise die Hand zu heben. Ich würde noch eine abschließende Frage stellen und dann kommen wir zu unseren Zuschauerfragen. Also gerne fleißig Fragen einreichen. Genau, es ist jetzt ja praktisch deutlich geworden, es muss deutlicher werden, wer trägt hier eigentlich Verantwortung, wer hat die Kompetenzen, auf wen können die übertragen werden, aber wie können sich denn Bürgerinnen und Bürger überhaupt aktuell beteiligen und gibt es da einen Zukunftsblick, wie es weitergehen kann? Ja, also eine ganz, ganz wichtige Art der Partizipation ist natürlich, zur Wahl zu gehen. So, das ist ja letztlich die Grundlage unseres Staatswesens. Und da ist natürlich die Bundestagswahl, aber da sind alle Wahlen mega wichtig, um sich zu beteiligen und seine Stimme im wahrsten Sinne des Wortes, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Was Europapolitik angeht, ist es natürlich so, wir haben jetzt wir wissen noch nicht genau, wann und in welcher Form, aber es gibt sozusagen den Prozess initiiert durch die Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass man eine Konferenz zur Zukunft Europas schaffen will und hier auch das Ziel ist, gezielt auch Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen und nach ihren Perspektiven und Zukunftsideen zu befragen. Das ist derzeit noch so ein bisschen unklar, wie das konkret aussehen wird. Also es wird dann einen Prozess auf EU-Ebene geben. Es wird aber auch nationale Dialogangebote geben, die sicherlich auch total sinnvoll sind, um sozusagen diese Impulse zu sammeln. Die eigentliche Konferenz dann, und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, weil wir haben natürlich sozusagen die Bürgerinnenbeteiligung ist sozusagen das eine, also sozusagen die Impulse zu geben.
Und dann soll letztlich die Konferenz selber, die besteht dann aus Parlamentariern, aus Parlamentariern aus dem Europaparlament, aus nationalen Parlamenten, auch aus den Ministerien. Die werden dann diese Ideen aufgreifen und überlegen, was können wir jetzt daraus machen und wie können wir sozusagen mit Europa vorangehen. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Prozess, beide Ebenen, weil ich habe oft den Eindruck, dass Bürgerinnen und Bürger oft viel weiter sind, als es die Politik, ich mag so Verallgemeinerungen, aber sozusagen so politische Diskussionen es derzeit sind. Also wenn man sich so Umfragen anschaut, dann beispielsweise Riesenmehrheiten, die sagen, wir müssen handlungsfähiger in der Außenpolitik werden, wir müssen weg von der Einstimmigkeit und hin zu mehr Mehrheitsentscheidungen. Wir wollen mehr Parlamentarismus und auch mehr Transparenz in Entscheidungen. Und all diese Dinge sollten dann auch eingebracht werden von letztlich den Bürgerinnen, die sich dann beteiligen, um einfach auch so ein Zeichen zu setzen, so hey, uns ist es nicht egal, uns ist es wichtig und wir wollen auch, dass Europa weiterentwickelt wird, weil wenn man das sozusagen einzig und allein im Kreis der Mitgliedstaaten diskutieren lässt, hat man natürlich immer ganz viele Vetospieler, die alle ihre Schäfchen im Trockenen halten wollen, was auch vollkommen legitim und okay ist. Aber es ist natürlich auch nur eine Perspektive. Und ich glaube, dass da diese Zukunftskonferenz ein ganz wichtiger Anschub sein kann, um einfach auch zu zeigen, so hey, wir die Bürgerinnen erwarten, dass Europa eigentlich noch viel mehr tun kann und auch viel mehr ein Akteur in der Welt sein kann, als es heute ist. Vielen Dank. Ich glaube, das hat nochmal das Konzept der Konferenz zur Zukunft Europas ganz passend auf den Punkt gebracht, was eigentlich dahinter steht, auch wenn das, glaube ich, in der insgesamt Kommunikation auch noch viel größer werden muss, damit die Bürgerinnen und Bürger da tatsächlich im Bilde sind. Aber ganz passend dazu hat jetzt nämlich Wolfgang eine Frage gestellt, und zwar, wie sich die EWD die Organisation von Bürgerversammlungen im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas vorstellt, da diese ja zum Beispiel auch durch den Zeitpunkt der Bundestagswahl kompromittiert sein könnten. Ja, da sind zwei spannende Aspekte drin. Zum einen das Timing der Konferenz, also ne, wie lange soll dieser Prozess laufen? Da ist momentan angedacht, dass es nächstes Jahr im Frühling abgeschlossen werden soll. Erstmal hört sich jetzt vielleicht ein Jahr ganz lang an, aber angesichts der Tatsache, dass wir immer noch in einer globalen Pandemie sind mit den entsprechenden Einschränkungen und dass, wie ich auch schon gesagt habe, viele Teile des Prozesses auch noch gar nicht klar sind. Die Konferenz soll wahrscheinlich am 9. Mai starten. So, das ist wirklich sehr wenig Zeit im Vergleich. Der Konvent, der letztlich zum Vertrag von Lissabon geführt hat, hatte deutlich mehr Zeit, um zu tagen. Und das waren sozusagen dann auch nur die Konventsakteure, also Entscheidungsträgerinnen und gesellschaftliche Akteure. Also und da ist sozusagen Deutschland in dem Sinne doppelt benachteiligt, weil wir im Grunde durch die Bundestagswahl natürlich einen ganz großen Meilenstein im September haben werden, der alles andere ein Stück weit überschatten wird. Und das ist derzeit schon wirklich ein großes, naja, Problem oder Herausforderung, wie man auch sagen kann, wie man letztlich damit umgehen kann, weil natürlich gerade auch die Parlamentarierinnen, die Parteipolitikerinnen werden natürlich im Wahlkampf sein. Das ist deren primärer Job sozusagen im Sommer. Und das ist schon schwierig und darum ist es für uns nicht nur deswegen, aber auch noch aus Grund dieses insgesamt kurzen Zeitraums total wichtig, dass die Konferenz verlängert wird auf mindestens 2 Jahre. Genau, und wie letztlich diese Bürgerversammlungen aussehen sollen, aus unserer Sicht ist es total wichtig, dass es ein Dialog ist, der auf Augenhöhe stattfindet, also kein wir Politikerinnen erklären die Welt, sondern dass wirklich Bürgerinnen auf Augenhöhe zu Wort kommen und wirklich ihre Ideen zu Wort oder zu Protokoll geben können. Und dass man natürlich auch wenn es aufwendig ist und natürlich auch mehr kostet, dass man schon eine gewisse Repräsentativität herstellt, indem man auch mit den Leuten redet,
die vielleicht sonst nicht zu solchen Veranstaltungen gehen oder die sich nicht für Europa interessieren, dass man auch mit den Kritikerinnen redet. Also das ist ja auch total wichtig, dass wir nicht nur die Pro-Europäerinnen erreichen, sondern auch kritische Stimmen. Und darum sollte man da schon wirklich sehr viel Wert drauf legen, dass sozusagen bei diesen Versammlungen, wenn man wirklich auch die Ergebnisse in den Prozess der Konferenz einspeisen will, also letztlich diese Verzahnung zwischen was wollen Bürgerinnen und was diskutiert dann die Konferenz, dann muss man auch wirklich so ehrlich sein und auch den Aufwand betreiben, dass man dann die Personen auch mit einbindet, also dass man alle mit einbindet und nicht nur die, die jetzt ohnehin schon überzeugt sind wie ich und sagen, ja, ich habe die und die Ideen, was alles toller werden kann, sondern dass es wirklich eine breite Debatte sein soll. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, wobei ich sagen muss, gerade wenn wir eben diese Möglichkeiten haben des digitalen Raums, gibt es gerade noch mehr Möglichkeiten, um eben auch Diskussionen breitflächig führen zu können. Und ich hoffe, dass davon auch Gebrauch gemacht wird grundsätzlich. Ganz passend zum Thema Wahlkampf hat jetzt auch Olaf eine Frage gestellt, nämlich wie man auch medial oder aufklärerisch ein EU-Bashing anderer Parteien im Wahlkampf verhindern kann, da andere Parteien, wie zum Beispiel jetzt die AfD, ja auch einen EU-Austritt fordert. Ja, also erstmal glaube ich, also gut, ich habe auch eine Glaskugel, aber ne, also ich bin der Meinung, dass sich die AfD mit diesem EU-Austritt eher selber in den Fuß geschossen hat, wenn ihr Anspruch ist, wirklich eine breitere Wählerschaft zu erreichen. Gut, was ich sozusagen, also persönliche Meinung nach diesem Parteitag und insgesamt dem Wahlprogramm auch eher bezweifle. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass 80% der Deutschen Europa als eine grundsätzlich gute Sache ansehen. Das heißt nicht, dass man natürlich nicht auch Kritik haben kann und dass man einzelne Sachen kritisch sieht. Aber die Zustimmungsraten der Deutschen zur Europäischen Union und zu unserer Rolle in Europa, unserer Einbindung in Europa, ist wirklich sehr hoch und sollte nicht unterschätzt werden. Insofern glaube ich, dass sozusagen diese Forderung nach einem Dexit einem nicht wirklich nutzen im Wahlkampf, meine persönliche Meinung. Wie kann man mit dem EU-Bashing umgehen? Ich glaube, dass das wirklich eine kollektive Aufgabe ist. Und ich glaube, dass da jeder und jede gefordert ist, dann letztlich auch den Mund aufzumachen, wenn man sowas hört, wo auch immer das sein mag. Wir sehen da natürlich auch unsere Verantwortung, auch gemeinsam mit unserer Mitgliedsorganisation, dass wir da auch aufstehen. Also ich weiß zum Beispiel jetzt und die Europa-Union Deutschland, die auch unser Mitglied ist, die sind sehr aktiv, auch so Faktenchecks zu machen und auch so Anleitungen mit an die Hand zu geben, wie man bestimmte Thesen auch entkräften kann. Ich glaube, das ist total wichtig, weil ich habe es eben schon gesagt, so die politische Debatte ist super volatil und ich glaube, wir sind nicht wirklich davor gefeit, dass man vielleicht im Sommer irgendwelche hässlichen Debatten dann doch zur Rolle der EU in der Impfkampagne haben wird oder zu dem Wiederaufbaufonds, den ich eingangs genannt habe, dass es da durchaus auch von einigen Parteien wirklich zu hässlichen Debatten kommen kann, warum jetzt irgendwie Deutschland für den Wiederaufbau in Italien zahlen sollte, solche Geschichten. Und ich glaube da, also wir werden da sehr wachsam sein und werden auch versuchen, da dann auch möglichst schnell drauf zu reagieren. Aber am Ende des Tages ist es eine Aufgabe letztlich von einer aktiven Bürgerinnengesellschaft, dass wir uns da alle einmischen. Da vielleicht auch noch hinzufügen, dass natürlich auch gerade zum Thema aufklärerisch beziehungsweise medial die Parteien zwar selbst ja auch Wahlwerbung betreiben können, aber in den im öffentlichen Rundfunk natürlich auch trotzdem gleichberechtigte Werbung auch für alle laufen muss. Dementsprechend ist es gerade Aufgabe der unabhängigen Organisationen, die zwar politisch motiviert sind in mancherlei Hinsicht, aber eben dennoch unabhängig da aktiv zu sein. Genau.
Jetzt erreicht uns ja so ein kleines Potpourri an Themen zur Europapolitik insgesamt. Deswegen versuche ich das einmal oder versuchen wir hier einmal einzusteigen. Gerade ging es um die Beziehung ein bisschen zwischen Deutschland und der EU durch den Wahlkampf. Und passend dazu ist, wie eine Frage, die gestellt wurde, wie ein Umgang oder die Integration von schwierigen, in Anführungsstrichen, Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen aussehen kann. Also wie können wir darauf reagieren, dass hier vielleicht auch gerade Themen wie Rechtsstaatlichkeit gefährdet sind? Grundsätzlich glaube ich, ist es total wichtig, im Dialog zu bleiben mit allen EU-Staaten also dass man, wir haben massive Probleme mit Polen und Ungarn ins ganz besondere Maße, aber auch mit Ländern wie Bulgarien oder auch Slowenien, was Stichwort Korruption und Machtmissbrauch angeht. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass man ganz klar trennt zwischen den Regierungen und der Gesellschaft, weil beispielsweise auch Ungarn und auch Polen noch mehr als Ungarn, sind super proeuropäisch und beide Länder haben sehr aktive Bürgergesellschaften. In Ungarn finde ich das immer wieder erstaunlich, vor dem Hintergrund, dass Viktor Orban und seine Regierung seit mehr als 10 Jahren massiv die öffentliche Meinungsäußerung und Medienvielfalt einschränken, dass es trotzdem noch so viele Leute gibt, die gegen ihn auf die Straße gehen. Und interessanterweise, mag vielleicht der eine oder die andere mitbekommen haben, im nächsten Jahr sind in Ungarn Wahlen und es haben sich sämtliche Oppositionsparteien zu einer Plattform verbündet, die gegen Viktor Orban antritt. Und die haben jetzt letztens das erste Mal sozusagen in Meinungsumfragen die Mehrheit bekommen, also 48 zu 40 für Fidesz. Und das ist super, also das wird es nicht einfacher machen, weil es ist eine sehr breite Koalition, aber es ist eine super Hoffnung, dass Demokratie funktioniert. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich am Ende sozusagen auch diejenigen durchsetzen, die keinen Bock mehr haben auf diese kleptokratische Elite, die letztlich nur ihren eigenen Machterhalt zementieren will. Das gesagt, glaube ich aber, dass wenn wir dann auf die europäische Ebene blicken, es total wichtig ist, Mechanismen zu haben, die letztlich mit solchen Staaten auch umgehen können. Und dass ich mir auch wünsche, dass die Europäische Kommission noch viel, viel deutlicher wäre mit den Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit, auch gegen die Werte in den Staaten auch umzugehen. Die Kommission ist die Hüterin der Verträge und da würde ich mir schon oft auch noch ein viel aktiveres Vorgehen, was Vertragsverletzungsverfahren angeht, wünschen. Und am Ende des Tages, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, kommt man aus unserer Sicht nicht um Vertragsveränderungen drumherum. Bislang ist es nämlich so, dass wenn es wirklich Sanktionen gegen ein Land geben soll, müssen alle anderen Länder zustimmen, außer natürlich das Beteiligte. Und das stammt noch so aus dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre, wo es die erste FPÖ-Regierung in Österreich gab, also mit Beteiligung der FPÖ. Und man hat dann gedacht, naja, okay, es kann ja immer sein, dass es so einen Staat gibt, der irgendwie aus dem Ruder läuft. Dass es dann irgendwann mal so viele sein würden, konnte man sich damals nicht vorstellen. Und ich glaube, da muss man wirklich, und das ist sozusagen der Link dann auch zur Zukunftskonferenz, da muss man auch wirklich dann mal an die Verträge ran und sagen, wir brauchen andere Mechanismen, um so Sanktionen zu verhängen. Das geht einfach so nicht, weil es ist nicht nur, dass wir uns gegen unseren Bürgern unglaubwürdig machen, sondern natürlich auch in der Welt, wenn wir nach draußen gehen und sagen, naja, wir wollen hier jetzt irgendwie für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kämpfen und haben aber gleichzeitig ein Land, was sämtliche freien Medien faktisch abschafft. Vielen Dank. Ich glaube, das war eine sehr umfangreiche Antwort zu dem Thema. Sorry, zumindest. Ich komme da immer Quatschen. So war das nicht gemeint. Ich meine, das hat viel für unterschiedliche Aspekte, gerade da es diesen Unterschied gibt von der nationalistischen, nationalen Perspektive zur europäischen Perspektive. Und da kommt wieder das Thema der 27 Mitgliedstaaten, die da an einem Tisch sitzen müssen. Und wenn eine Partei Nein sagt, dann sind auch viele Gespräche wieder vom Tisch. Viele Fragen kamen zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik oder Verteidigungspolitik der EU. Ich versuche das jetzt ein bisschen zusammenzufassen.
dass dann mehrere Aspekte unterkommen können. Johannes sagt dazu zum Beispiel, dass im neuen Report Global Trends 2040 des US National Intelligence Councils Europa faktisch nicht mehr als wichtiger Treiber der Szenarien vorkommt und ob wir da als vereintes Europa nicht viel aggressiver mit Themen wie digitaler Souveränität und Verteidigungsfähigkeit umgehen müssten. Und in eine ähnliche Richtung geht es auch in den Fragen einer militärischen Zusammenarbeit durch zum Beispiel eine europäische Armee, beziehungsweise auch, wie kann es darum gehen, wenn wir auf EU-Außeneinsätze blicken? Ein Kessel buntes. Ich versuche es zu beantworten. Die Frage nach der Weltpolitikfähigkeit der EU ist natürlich super relevant, weil wir sozusagen gerade jetzt mit der Kommission von der Leyen, die ja selber an sich den Anspruch hat, eine geopolitische Kommission zu sein, die Frage ist, inwieweit sind wir das oder wie können wir das werden? So, und da ist natürlich dann auch wieder direkt die Frage, naja, was für Strukturen und Institutionen haben wir? Ich habe vorhin schon das Thema Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik angesprochen. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um einfach handlungsfähiger zu sein, um schneller handlungsfähig zu sein. Also beispielsweise, wenn man sich jetzt die Sanktionen gegen das belarussische Regime anschaut, die müssen einstimmig beschlossen werden. Und da konnte dann ein Land wie Zypern blockieren, weil es sozusagen auf einem anderen außenpolitischen Feld im Konflikt mit der Türkei sozusagen einen anderen Deal wollte. Und das führt natürlich nicht dazu, dass die EU als globaler Akteur eine Relevanz hat. Gleichzeitig darf man aber natürlich auch nicht vergessen, dass die EU wirtschaftspolitisch natürlich ein ganz relevanter globaler Akteur ist und dass wir mit den Regeln, die wir in Europa haben, natürlich eine immense Strahlkraft haben. Also ich nehme immer gerne das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung, also unserer Regeln zum Schutz personenbezogener Daten und des Grundrechts auf Privatsphäre. Das haben viele globale Konzerne übernommen, weil es einfach für sie günstiger ist, dass sie einmal sozusagen diesen Rechtsrahmen in ihren Strukturen einführen, als dass sie für jeden Markt was anderes machen. Und da ist natürlich der europäische Markt ein ganz, ganz zentraler, der mit 500 Millionen Nutzerinnen oder Verbraucherinnen, Bürgerinnen, da auch die Kraft hat, Standards zu setzen. Und das ist letztlich was oft vergessen wird, wenn man sozusagen über diesen globalen Akteur spricht. Aber nichtsdestotrotz stimme ich natürlich mit Ihrer oder mit deiner Frage über oder der Sichtweise überein, dass noch viel mehr getan muss, dass wirklich auch die EU ein globaler Akteur ist. Zum Thema EU-Armee, unser Mitglied ist auch der Bundeswehrverband. Und der Bundeswehrverband ist da sehr offen und sagt, also ne, natürlich jetzt sollten wir nicht irgendwie morgen eine EU-Armee haben, aber das ist natürlich perspektivisch total Sinn macht, dass man einfach noch mehr kooperiert. Das findet ja zum Teil schon statt. Ich komme ursprünglich von der deutsch-niederländischen Grenze. Da gibt es beispielsweise schon ein deutsch-niederländisches Korps, also gemeinsame Streitkräfte. Und das sollte einfach noch mehr intensiviert werden. Also jetzt auch beispielsweise bei der Beschaffung macht es irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass man irgendwie 5 verschiedene Panzersysteme hat. Das ist viel zu teuer. Also rein auch aus pragmatischen Gründen macht es total Sinn. Und wenn wir sozusagen perspektivisch ganz langfristig dann auch über eine EU-Armee sprechen, ist das sicherlich was man anstreben kann, als sozusagen Zusatz auch zu nationalen Armeen. Aber dann muss natürlich auch klar sein, zumindest aus unserer Perspektive, dass es dann auch eine stärkere parlamentarische Kontrolle geben muss. Also dass letztlich sozusagen die Parlamentsarmee, wie wir sie in Deutschland haben, dann auch auf europäischer Ebene es geben müsste, dass sozusagen, also ne, von den Strukturen her,
das entsprechend parlamentarisch eingebettet ist. Du sagst, wenn ich was vergessen habe, Kira, ne? Ja, aber ich glaube, das hat okay. Die Fragen auf jeden Fall abgedeckt, würde ich jetzt so verstehen. Sonst gerne nochmal, wenn wir irgendwie was vergessen, gerne auch in der Frage- und Antwortfunktion nachhaken oder nochmal Rückfragen stellen oder auch gerne die Handhebefunktion nutzen und reingrätschen. Ich habe das hier offen, wenn sich jemand meldet, sehe ich das direkt. Genau, dann würde ich jetzt zwei Fragen kombinieren, nämlich wie kriegen wir das Thema ein bisschen näher oder das Thema Europa im Rahmen des Bundestagswahlkampfs ein bisschen näher an die Bürgerinnen und Bürger. Und da hat Annegret das einmal in Verbindung gesetzt mit dem Thema Klimaschutz, also ob wir das so besser an die Bürgerinnen und Bürger rankriegen. Und Thälmann fragt insgesamt, warum es keine Gesundheitspolitik auf europäischer Ebene gibt. Das sind zwar jetzt sehr grundsätzlich unterschiedliche Themen, aber ich glaube, beide besonders für die junge Bevölkerung aktuell sehr brisant wichtig. Ja, fange ich mit dem Letzteren an. Die Logik in der EU ist so, dass die, also anders als jetzt die Bundesregierung, die im Grunde Themen an sich ziehen kann, wir sind ja auch ein föderaler Staat, ne? Und wir haben das Grundgesetz, wer für was zuständig ist. Und die Bundesregierung hat sehr weitreichende Kompetenzen, wozu sie regieren kann. Die Europäische Union oder die Europäische Kommission kann nur in den Bereichen tätig werden, die ihr explizit von den Mitgliedstaaten übergeben wurden. Das ist sozusagen eine Liste, das nennt sich ausschließliche Zuständigkeit oder auch geteilte Zuständigkeiten. Die werden so im Vertrag von Lissabon festgelegt. Das ist dann so eine Liste an Themen. Beispielsweise ist das Thema Außenhandel, also Handelspolitik ist eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union und andere Themen, wie jetzt beispielsweise Umweltpolitik, das ist eine geteilte Zuständigkeit, die die EU gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wahrnimmt. Und Gesundheitspolitik ist nicht in dieser Liste oder in keiner der Listen drin. Das war ein Thema, wo man damals, als man über den Vertrag von Lissabon diskutiert hat, wo man gesagt hat, nee, Gesundheit, genauso wie Bildung auch, sind nationale oder zum Teil ja auch regionale Zuständigkeiten. Und das wollen wir jetzt nicht, dass da die EU-spezifische Regulierungsfunktionen oder Gesetzgebungskompetenzen hat. Und insofern kann auch, selbst wenn jetzt auf einmal alle sagen würden, ja, es wäre so sinnvoll, wenn Europa da tätig werden würde, es geht einfach nicht, weil es nicht erlaubt ist. Und darum hat man beispielsweise jetzt auch bei den Impfstoff oder bei den Impfverträgen sozusagen so eine Art hinten durch den Auge ins Kopf Lösung gefunden, dass man gesagt hat, okay, die Europäische Kommission verhandelt für die Mitgliedstaaten, aber trotzdem sitzen natürlich alle Staaten mit am Tisch und müssen allem zustimmen. Und auch jetzt bei den Impfdeals war es auch so, die müssen, also alle Nationalstaaten müssen das auch selber bezahlen. Die EU kann nicht sagen, wir kaufen das jetzt für euch, und dann kauft ihr uns das ab oder wie auch immer, das funktioniert nicht. Also das ist ein sehr komplexes System, einfach weil es keine Kompetenzen gibt. Das könnte man ändern. Dafür müsste man aber die Verträge ändern oder man müsste beispielsweise, es gibt die Möglichkeit, und das wird momentan auch diskutiert, dass man so eine Agentur zur Krisenprävention schafft, die dann sozusagen einzelne Bereiche im grenzüberschreitenden Gesundheitsbereich übernehmen könnte. Das gibt es aber auch noch nicht. Also da ist man wirklich ganz, ganz weit in den Kinderschuhen, weil man letztlich diese Rechte nicht hat. Genau, das Thema Klimaschutz wird sicherlich eines der Kernthemen im Bundeswahlkampf werden, würde ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt mutmaßen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie stark die Parteien da die europäische Dimension aufmachen. Also wir hören von den Grünen, aus der Grünen Partei, dass sie Klimaschutz sehr stark europäisch diskutieren wollen. Einfach, dass sie sagen, wir können dieses Problem nur europäisch lösen und wir wollen uns für eine starke europäische Klimapolitik einsetzen. Aber das ist auch wieder, wie eingangs gesagt, nicht ausgemachte Sache, ob man sozusagen jetzt dann irgendwie nur
seine nationalen Klimapläne diskutiert oder wirklich die europäischen. Und da wollen wir schon, also bei diesen Themen, dann auch darauf drängen, dass man sagt, so, naja, Klimaschutz können wir halt nur europäisch lösen. Und ich finde es schon sehr interessant, weil ich glaube, und ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich glaube, dass halt oft die Bürgerinnen und Bürger weiter sind als die Politik, weil gerade jetzt auch bei der letzten Europawahl 2019 war Klima in den allermeisten Staaten das beherrschende Thema der Europawahl. Und das zeigt einfach, dass es ein wahnsinniges Interesse an dem Thema gibt und dass es letztlich auch den Leuten, glaube ich, instinktiv klar ist, weil es einfach auch so offensichtlich ist, dass es nur europäisch gelöst werden kann. Und in dem Moment, wo wir sozusagen mehr darüber diskutieren und hoffentlich auch europäisch diskutieren, kommt es natürlich auch näher zu uns, dass wir halt sagen, ja klar, dafür brauchen wir Europa, um dieses Riesenproblem zu lösen. Und das ist ehrlich gesagt auch meine Hoffnung. Jetzt im Juni wird die Europäische Kommission eine ganze Reihe an Maßnahmen vorlegen, die letztlich sozusagen den Weg bereiten sollen zu diesem Ziel, dass wir um 55% unsere Emissionen senken bis 2030. Und dass das wirklich auch dann so einen Drive gibt für diese Debatte, dass letztlich Europa halt auch ja ein Treiber für mehr Klimaschutz sein kann und auch ja sein muss. Ja, auch da finde ich wieder interessant die Kompetenzenfrage, also dass wir uns wieder dass es in Deutschland schon ja oft schwierig ist, da in Sachen so Gesundheitspolitik ist ja jetzt auch nicht gerade das Herr Spahn sagt, so machen wir das und dann ist das geregelt, sondern auch da kommen ja Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder zusammen und diskutieren. Und das ist eben nicht nur die Ministerpräsidentenkonferenz, die da immer zusammenkommt. Und wenn man sich das dann in einem europäischen Rahmen vorstellt, dass die dann auch noch alle irgendwie über 15 Ecken in Europa zusammenkommen, um da zu diskutieren, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wie lange das dann am Ende dauert, gerade auch solche neuen Verträge auszuhandeln, dass es eben nicht ein Prozess von heute auf morgen ist. Naja, und das sage ich dann halt auch immer gerne irgendwie, dass wir, also ne, wer dann irgendwie auf die EU schimpft und dass es alles so dysfunktional ist, so, der muss sich halt dann nur mal die Ministerpräsidentenkonferenz anschaut. Ne? Also das ist halt auch nicht wirklich funktional, weil das ist halt auch wieder das Einstimmigkeitsprinzip. Jeder macht da auch sein eigenes Spiel und rührt da in seiner eigenen Suppe rum. In Deutschland ist halt nur noch der Vorteil, wir haben eine Öffentlichkeit. Also man kann diese These natürlich auch, also heutzutage haben wir viele Öffentlichkeiten, aber im Großen und Ganzen haben wir sozusagen eine Sprache, wir haben gemeinsame Medien und so weiter. Und das macht es halt in Europa noch schwieriger, weil jeder am Ende des Tages kommuniziert jede und jeder in seine eigenen nationalen Öffentlichkeiten. Das hat sich zwar ein Stück weit auch europäisiert, habe ich zumindest den Eindruck, dass auch viel mehr berichtet wird über was ist jetzt irgendwie in Österreich, was ist in Italien. Aber das ist natürlich so ein Grundproblem, dass man sich am Ende dann vor seine nationale Presse stellt und sagt, ja, ich habe dafür gekämpft und ich habe das erreicht. Und das geht natürlich bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz zumindest nicht ganz so einfach. Na, und jetzt ist noch eine weitere Frage, die dann in so eine ähnliche Richtung geht. Wer ist für die ganzen Themen eigentlich zuständig, beziehungsweise woher können Bürgerinnen und Bürger das eigentlich wissen? Und damit im Zusammenhang, dass die Frage besteht, inwiefern ist Europa Thema in der schulischen Bildung? Inwiefern wissen eigentlich gerade junge Menschen, welche Kompetenzen gibt es? Wofür ist die EU zuständig? Wofür sind alle Parteien zuständig? Also die EU sowie die Mitgliedstaaten. Wofür sind nur die Mitgliedstaaten zuständig? Und in Deutschland dann dementsprechend auch noch die Bundesländer und die Kommunen. Dass da eben die Frage besteht, inwiefern ist das in der Bildung überhaupt vorhanden? Beziehungsweise an welchen Stellen müsste man nochmal nachjustieren und wie könnte das vielleicht möglich sein? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil, wie gesagt, Bildung ist Ländersache und jedes Land hat da auch seine eigenen Vorgehensweisen. Aus unserer Sicht sollte natürlich Europabildung ein ganz zentraler Teil oder ein ganz natürlicher Teil der politischen Bildung sein. Und politische Bildung sollte auch nicht nur
in der Oberstufe stattfinden, wo dann ja oft dann sozusagen der Politikunterricht beginnt. So war es zumindest bei mir an der Schule, sondern sollte eigentlich schon auch viel früher beginnen und alle Schülerinnen und Schüler erreichen, weil es einfach so grundlegende Fragen sind. Ich bin auch nicht der, also natürlich ist das EU oder sind die EU-Institutionen komplex. Ich würde aber auch immer sagen, es ist nicht komplexer als unser deutsches System. Du hast es ja auch eben gesagt, wir sind ein föderaler Staat. Wir haben auch verschiedenste Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, man muss das einfach so integriert sehen und auch gar nicht erst immer anfangen, oh Gott, das ist so kompliziert in Europa. Weil am Ende, es ist halt, also Regieren ist kompliziert und Politik ist natürlich, also man braucht ein paar Grundlagen. Und das ist halt total wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler zumindest 2-3 Mal in ihrer Schullaufbahn zu diese Komplexität einmal mitbekommen haben und zumindest die Grundlagen mitbekommen haben und dass man da natürlich das einfach auch integriert betrachten kann, weil ich finde, man kann ja auch ganz viele auch vergleichen, also wie wir es jetzt eben mit der Ministerpräsidentenkonferenz und der EU gemacht haben, also das ist ja alles kein Hexenwerk. Ich finde, das ist halt oft einfach auch diese Herangehensweise, Gott, Europa ist so kompliziert und wie sollen wir das verstehen, aber das am Ende des Tages ist es das nicht, weil alle unsere Regierungssysteme sind kompliziert, aber man muss es halt vermitteln können. Und da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten, das zu vermitteln. Das zeigt ihr in der Schwarzkopf-Stiftung mit den Europe at School-Projekten. Das machen andere Organisationen. Wir haben bei der Europäischen Bewegung den Europäischen Schülerwettbewerb. Das ist jetzt nicht so sehr Institutionenkunde, sondern eher ein kreativer Wettbewerb für Schülerinnen aller Altersgruppen, die sich mit europäischen Themen beschäftigen wollen. Also kurzer Werbeblock, wenn ihr da noch nicht von gehört habt, sprecht mal die Lehrerinnen und Lehrer an. Genauso, also ich glaube, da hat man hat ganz viele Möglichkeiten. Aber ja, das ist leider sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Gibt da direkt einen kleinen Werbeblock hinterher. Das Europäische Jugendparlament macht auch ganz viel auf Deutsch oder auch auf Englisch. Also wenn da Interesse besteht, gerne melden. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Angebote, die natürlich dann eher von außerhalb kommen und nicht so sehr in der Bildung unbedingt verankert sind. Zumindest war es, mein Abi ist auch eine Zeit lang her, aber auch da war es jetzt nicht das allergrößte Thema, das es jetzt gut verständlich gemacht hat. Und meine Lehrerin wusste nicht, wann die nächste Europawahl zu dem Zeitpunkt war. Sie war nur ein halbes Jahr später. Das bleibt mir sehr präsent in den Köpfen, im Kopf, dass es ja ein so unbekanntes Thema zu dem Zeitpunkt eben war. Ich habe gerade noch eingeworfen, dass im Land Berlin politische Bildung ab der 7. Klasse unterrichtet wird. Das ist natürlich absolut großartig. Und die EU-Themen sogar bis zum Abitur ein ganzes Schuljahr. Also es gibt auch Momente der Hoffnung für die schulische Bildung in Europa, die darin integriert ist. Ich würde jetzt mit der letzten Frage einsteigen. Mehr haben wir aktuell nicht. Und das ist jetzt auch eine etwas größere, also ich würde fast sagen eine tatsächlich komplexe Frage, nämlich effektiv zur Vision der EU. Und zwar fragt Tillmann, wie die EU zur Bundestagswahl in 15 oder auch 20 Jahren aussehen könnte und was da die wichtigsten Entwicklungen sind, die in den nächsten Jahren auf den Weg gebracht werden müssen, damit wir uns eben als Europa auch weiterentwickeln. Ula, wie viel Zeit habt ihr noch? Nein, also es ist natürlich eine riesengroße Frage. Ich wünsche mir auf jeden Fall die Bundestagswahl in 20 Jahren, dass es komplett normal ist, sozusagen über europäische Themen zu reden und dass man uns dann gar nicht mehr braucht, die sozusagen immer drauf pochen, bitte vergesst Europa nicht. Das vielleicht mal so als hehrer Wunsch. Was muss konkret angegangen werden? Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen deutlich geworden, dass mein Ansatz oder mein Denken immer ist, naja, wir brauchen Institutionen, um dann auch Politik formen zu können. Und ich glaube, dass das halt wirklich ein total wichtiger Hebel ist, wenn wir bestimmte Prozesse wie Entscheidungen ablaufen, ändern, werden wir auch Entscheidungen ändern. Wie gesagt, bestes Beispiel, Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik, würde dazu führen,
dass wir schneller handlungsfähig sind, weil wir einfach nicht so lange warten müssen, bis alle einer Meinung sind und auch nicht so viele Kompromisse eingehen müssen. So, das ist sicherlich ein Thema. Ich wünsche mir auch, dass beispielsweise, wie gesagt, ich habe mich recht intensiv mit EU-Haushaltsverhandlungen beschäftigt, dass das auch so ein Thema ist, wo diese Einstimmigkeit einfach nicht funktional ist. Wir sehen irgendwie, der EU-Haushalt ist momentan ein sehr, sehr großer Teil, geht in Agrarbeihilfen, die letztlich gut für die Landwirte sind, aber letztlich auch nicht gut für unsere Umwelt und auch nicht gut für sozusagen große politische Herausforderungen, die man eigentlich auch mit diesem Geld bezahlen könnte. So, und da würde ich mir schon wünschen, dass Mehrheitsentscheidungen auch wieder dazu führen würden, dass man stärker politische Prioritäten setzt, anstatt dass jeder sozusagen seine eigenen Pfründe sichert, dass man auch bei einem Haushalt nicht mehr nur darauf schaut, wie können wir das Geld ausgeben, sondern auch, wie kommt das Geld rein, also dass man auch mehr dahin kommt zu schauen, okay, wäre es nicht sinnvoll, wenn die EU in gewissen Bereichen eigene Steuern erheben könnte. Das sind so Themen, die glaube ich, ganz zentral sind und dann natürlich auch sozusagen so Grundsatzfragen, es ist ja angesprochen, welche Rolle sollte Europa in der Welt einnehmen, dass wir natürlich auch immer noch unseren gemeinsamen Markt weiterentwickeln müssen, dass wir digital viel stärker werden müssen und auch viel geeinter werden müssen, was Regelungen angeht, um dann wirklich auch sozusagen die Stärke unseres Binnenmarktes dann auch in politische Stärke übersetzen zu können. Das sind auch zum Teil sehr technische Fragen und das sind Fragen, wo dann auf Sonntagsreden immer gesagt wird, ja, und das brauchen wir unbedingt, aber wenn es dann ans Klein-Klein geht, hat dann doch jeder immer sehr stark seine eigenen Interessen im Blick. So, aber dass man da wirklich mal auch sozusagen vorankommt, wie auch beim Klimaschutz. Also ja, das sind so ein paar einzelne Teile. Ich könnte jetzt irgendwie weiter fortfahren, aber ja, so ein paar Ideen, wo es eine Weiterentwicklung geben sollte. Okay, großartig. Ich glaube, das war es jetzt auch mit den Fragen, die uns erreicht haben. Es waren auf jeden Fall ja viele aus unterschiedlichen Themenblöcken und deswegen glaube ich, wir haben jetzt auch eine ganz gute Zeit erreicht, dass ich zurückgeben kann an Leonie, damit sie uns beim Veranstaltungsabschluss hilft. Hallo, vielen lieben Dank, liebe Kira. Herzlichen Dank für die Moderation. Herzlichen Dank an Sie, Frau Selle. Das war ein total spannendes Gespräch und ja, auch mit vielen Visionen und ja, Zukunftsgedanken am Ende, mit denen wir, glaube ich, gut in den Abend weitergehen können und unsere Gedanken genau da weiter fließen lassen können. Vielen herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute Abend hier waren. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ich möchte gerne nochmal diesen Moment ganz kurz nutzen, um auch noch auf unsere nächste Veranstaltung nächste Woche hinzuweisen. Und zwar am Donnerstag, den 22. April, haben wir eine Veranstaltung unter dem Titel Der Mythos neutraler Algorithmen, wie digitale Diskriminierung uns beeinflusst, mit Mina Seitze. Mehr Infos zu unseren Veranstaltungen generell finden Sie auf unserer Homepage. Sie können sich auch auf unseren Verteiler setzen lassen, dann bekommen Sie E-Mails dazu und uns natürlich auch immer gerne auf den sozialen Medien folgen. Ganz herzlichen Dank jetzt an dieser Stelle aber nochmal heute Abend an Sie, Frau Selle, und an dich, liebe Kira. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank auch an das Publikum für die vielen tollen Fragen. Bleiben Sie alle gesund und alles Gute. Tschüss, schönen Abend und auch danke für die Fragen.